Und dann machen wir auch schon weiter, und zwar mit dem allerletzten Gespräch für heute, der Verteidigung der Grundrechte im digitalen Raum. Und dieses Gespräch findet statt mit Bijan Moini und mit Rüdiger Weiß. Bijan Moini ist von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Er war erfolgreicher Kläger beim Bundesverfassungsgericht gegen die Überwachung durch den Bundesnachrichtendienst. Und Rüdiger Weiß ist ja, wie wir alle wissen, bei der DigiGuess. Genau. Läuft? Ja. Okay, vielen Dank. Es ist eine große Freude, dass du hier da bist. Und Thema wird in der Tat hauptsächlich der erfolgreiche Prozess, den du geführt hast, durchaus in funktionierenden Rechtsstaaten auch die Möglichkeit des juristisch zu bewerten ist. Und es wäre mir eine Freude, wenn du vielleicht kurz erläutern könntest, was dieses sehr öffentlichkeitswirksame Urteil denn für die konkrete Überwachungspraxis für Auswirkungen hast. Gerne, also vielen Dank. Hört ihr mich? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier und ich mache das gerne. Ich muss dazu aber auch ein bisschen erklären, worum es, also wie die Rechtslage vorher war, um zu verstehen, was jetzt neu ist. Erstmal eine kleine Korrektur, ich war kein Kläger, sondern war als Anwalt in dem Verfahren beteiligt und eher als Koordinator auch geschrieben, hat die Schriftsetzer Matthias Becker, ich war bei der mündlichen Verhandlung dabei und geklagt hatten, koordiniert durch uns, eine Reihe von JournalistInnen aus dem Ausland. Und warum ergibt sich dann gleich aus dem Kontext des BND-Gesetzes? In dem Verfahren ging es nämlich um strategische Ausland-Fernmeldeaufklärung. Strategisch heißt, sie erfolgt anlasslos, also anders als klassische inländische Überwachung, die, für die man einen konkreten Verdacht braucht, kann man bei strategischer Überwachung ständig überwachen zu bestimmten Themen, die man selbst definiert. Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung heißt, es ging nur um Kommunikation von Ausländern im Ausland. Und Fernmeldeaufklärung, sprich es ging vor allem um datenbasierte Kommunikation. Das heißt, der BND durfte und darf Satelliten ansteuern und aus großen Kabelleitungen Daten ableiten und die verarbeiten. Und das große Problem, was wir hatten, war, dass verknüpft mit dieser Anlasslosigkeit war, dass der BND im Prinzip selbst definieren durfte, nicht der BND, sondern die Bundesregierung, aus welchem, also wo nachgesucht wird. Und das, darunter fiel ja alles, was im außenpolitischen Interesse der Bundesregierung ist oder der Bundesrepublik ist. Und es gab also gar keine thematische Eingrenzung in irgendeiner Form. Und dann durfte der BND mit Hilfe von Suchbegriffen, dass Inhalte von Kommunikationsdaten durchsuchen. Da gab es so eine sechsstellige Zahl an sogenannten Selektoren, mit denen er dann nach konkreten Inhalten gesucht hat, und wenn da was angeschlagen hat, konnte er also die unverschlüsselte E-Mail lesen oder das Telefonat transkribieren. Und dazu kamen dann Verkehrsdaten, die er sogar in Bulk, also komplett abgreifen durfte, bis zu 6 Monate lang speichern durfte. Und es gab überhaupt keine Schutzvorkehrung, zum Beispiel für so Personen wie JournalistInnen, die aber ein hohes Interesse daran haben, zum Beispiel ihren Quellen zuzusichern, dass sie mit ihnen vertraulich kommunizieren können. Und das war auch der Grund, warum wir diese Personengruppe im Speziellen gewonnen haben, um diese Verfassungsbeschwerde zu führen. Und wozu hat das jetzt geführt? Also was hat sich quasi verbessert? Eigentlich ziemlich viel. Also erstens hat das Bundesverfassungsgericht so eine ganz grundlegende Unterscheidung getroffen. Wenn es nur um die Information der Bundesregierung geht, dann ist anlasslose Überwachung auch nach wie vor mit bestimmten Einschränkungen möglich. Nur Information heißt, die Daten dürfen nicht übermittelt werden, auch nicht an inländische Stellen übermittelt werden, mit einer Ausnahme für dringende Gefahren für Leib und Leben. Und im Übrigen allerdings sind jetzt also immer das, was quasi der BND bislang hauptsächlich gemacht hat, also wenn er Daten gesammelt hat, dann auch das weiterzugeben an Stellen, die zum Beispiel an die Bundespolizei und dergleichen. Das ist jetzt sehr stark eingeschränkt und darf nicht mehr einfach nur, wenn es im außenpolitischen Interesse der Bundesregierung ist, getan werden, sondern nur noch unter sehr viel engeren Voraussetzungen. Und vor allen Dingen werden aber jetzt auch Menschen geschützt, die speziell
spezielle Bedürfnisse haben, wie zum Beispiel JournalistInnen oder Anwälte oder dergleichen, dass sie ihre Kommunikation schützen. Da muss der BND jetzt darlegen, warum diese Kommunikation überwacht werden muss. Das musste er eben bislang nicht, sondern konnte es einfach ungebremst tun. Und vor allen Dingen unterliegen die Selektoren, das ist eigentlich so das Zentrale, einer sehr viel stärkeren Kontrolle als bislang. Also bislang gab es ein sogenanntes unabhängiges Gremium, das bestand aus 3 Personen, die quasi keine Einsichtsrechte hatten und die auch nur punktuell, stichpunktartig prüfen konnten. Und jetzt muss der BND oder wird der BND künftig jeden Selektor überprüfen lassen müssen im Vorfeld von einem gerichtsähnlichen Gremium. Und das ist in Deutschland komplett neu. Das gab es noch nicht. Da hat das Bundesverfassungsgericht auch ziemlich genaue Vorgaben gemacht, die dann teilweise natürlich auch kritisiert wurden, weil es schon sehr eingemacht und auch sehr detailliert wurde. Aber das ist so die größte Errungenschaft eigentlich dieses Urteils oder dann des künftigen Gesetzes, das es angeblich in den nächsten Monaten schon geben soll, dass es eine gerichtsähnliche Überprüfung gibt von Selektoren und auch von Einzelmaßnahmen von akquirierten Daten und eine stichprobenartige Administrativkontrolle. Und das war beides in dem Ausmaß nicht gewährleistet und gibt uns Hoffnung, dass die BND-Überwachungspraxis dadurch doch gehörig sich verändern und vor allem beschränken wird. Wie schon gesagt, ist es deutlich erfreulich, dass da eine Klärung vorangekommen ist, auch eine Klärung, wo man sich ernsthaft fragt, ist da niemand vorher auf die Idee gekommen? Also ich habe im Innenausschuss auch den Politikern mal deutlich gesagt, wenn man mal die Verfassungsbrüche zählt, die Regierung gemacht hat, habe ich gelästert, bin ich nicht immer in meiner autonomen Zeit, kurz nach der Pubertät, wäre ich auf so viele Ideen gekommen, Verfassungsbrüche zu begehen. Also insofern ist es durchaus sehr erfreulich und auch wenn es natürlich rein juristisch formal immer etwas problematisch ist, wenn das Bundesverfassungsgericht praktisch gesetzwidrige Gesetze weiterschreibt, ist das doch eine Sache, wo wir seit dem Volkszählungsurteil in den 80er Jahren eigentlich eine ganz bemerkenswerte Entwicklung haben. Und insofern mag es trotzdem mein Job sein, als Hacker dann auch nochmal nachzufragen, weil die gängige Politik über Jahre war ja insbesondere auch für amerikanische Dienste, dass die eigenen Bürger einen gewissen Schutz genossen haben, während alles darüber hinaus vogelfrei war. Und das ist in Amerika, glaube ich, schwer zu akzeptieren. Aber es war überraschend, dass es in Deutschland nicht besser aussah. Jetzt vielleicht ganz konkret die Frage, diese übliche Geheimdienstart, dass man die Sachen, die man selber nicht besorgen kann, dann durch befreundete Dienste besorgt. Ist da eine gewisse Einschränkung durch das Verfassungsgerichtsurteil absehbar oder wäre das jetzt zu optimistisch? Also die war nicht unmittelbar Gegenstand der Verfassungsbeschwerde, weil da haben wir die Auslandsüberwachung durch den BND selbst angegriffen und auch nur die war gesetzlich geregelt und eben Gegenstand des Urteils. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht einen Satz gesagt, nämlich dass was als Ringtausch bekannt ist, nämlich dass man, wenn man im Inland etwas nicht tun darf, dann einen ausländischen Dienst genau das beauftragt zu tun. Es hat einfach nur gesagt, das ist unzulässig. Also es ist jetzt nicht in den Tenor eingeflossen oder so, weil es eben nicht Gegenstand war, aber es hat eigentlich ausdrücklich genau das festgestellt. Und vielleicht ein Punkt noch, weil ich eben nur so eine Art Ergebnisbericht gemacht habe, so die eine spannende Vorfrage juristische war, ob sich denn Ausländer im Ausland überhaupt auf das deutsche Fernmeldergeheimnis nach dem Grundgesetz richten können. Und das ist auch so der Punkt, also das hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar bejaht und darauf, auf dieser Grundlage kam es dann auch dazu, die Anforderungen so anzuschärfen, also so hochzusetzen für die Überwachung von Ausländern im Ausland. Und das war genau der Punkt, der auch in der ausländischen Presse ziemlich aufgegriffen wurde und für den wir natürlich auch von
von unseren Partnerorganisationen im Ausland viel Beifall bekommen haben, weil wir hoffen, dass genau dieser Punkt natürlich auch von Verfassungsgerichten oder anderen Gerichten im Ausland aufgegriffen werden wird, das ist jetzt leider offenbar nicht naheliegend gewesen für andere Verfassungsordnung anzuerkennen, dass Ausländer im Ausland jetzt im Grundsatz erstmal genauso einen Schutz verdienen vor den eigenen Behörden wie Menschen im Inland. Und das ist so quasi verfassungsdogmatisch neu und hoffentlich, darauf setzen wir natürlich, strahlt das dann auch über Deutschland hinaus, sodass wir im besten Fall irgendwann mal sagen können, auf Grundlage dieses Urteils gab es dann viele Folgeentscheidungen, die dazu führten, dass die Überwachungsbelastung von uns im Inland insgesamt reduziert wurde. Interessanterweise gab es ja auch ein EuGH-Urteil, bis aus anderer Richtung, der durchaus sagt, Datenübermittlung an Länder, wo die Geheimdienste so einen unkontrollierten Zugang haben wie in Amerika, ist da auch rechtlich problematisch. Ist schon absehbar, ob dieses zweite Urteil da in die deutsche Gesetzgebung und so weiter erweiterten Einzug finden wird. Also in Bezug auf die Geheimdiensttätigkeit hat das eigentlich das Bundesverfassungsgericht jetzt auch in diesem Urteil im Prinzip schon festgeschrieben, weil es nämlich gesagt hat, wenn der BND, was er nämlich auch tun darf, ist, dass er Selektoren anderer Dienste selbst einsetzt und die Ergebnisse dann weiter wieder zurückleitet an diese Geheimdienste. Und das unterlag nach der jetzigen, bislang ja immer noch geltenden Regelung, die gilt bis Ende des nächsten Jahres fort, es sei denn, es kommt früher eine Reform, war da eigentlich auch keine Kontrolle drin. Also der BND hat diese Selektoren bekommen, hat sie eingesetzt und hat die Ergebnisse ausgeleitet. Und das wird er jetzt nicht mehr so tun dürfen, sondern er muss jetzt eine sogenannte Rechtsstaatlichkeit, Vergewisserungsprüfung, also okay. Sie haben es ein bisschen anders ausgedrückt, muss er durchführen. Das heißt, er muss sich vergewissern, dass die Daten rechtsstaatlich ordentlich eingesetzt werden. Er muss die Selektoren prüfen und er muss auch die Ergebnisse, die produziert werden, auf Grundlage dieser Selektoren muss er auch prüfen. Also im Prinzip genau dasselbe Prüfprogramm, was er im Inland, also was er für eigene Zwecke durchführen muss, ist auch total naheliegend. Also warum soll er für ausländische Dienste da weniger geringe Anforderungen an die Datenübermittlung setzen als die selbst akquirierten Daten. Aber das Bundesverfassungsgericht hat das zum Glück auch so ausdrücklich reingeschrieben. Also gibt es dann durchaus Hoffnung, dass zumindest also im bundesrepublikanischen Bereich da ein paar Schritte machen, dass, sagen wir mal, diese Geheimdienste wieder in ein rechtsstaatliches Framework gebracht werden müssen. Die Einschätzung, wie weit da ausländische Dienste, war jetzt diese eine Erwähnung im Verfassungsgericht. Gibt es da schon Anzeichen, dass da in der internationalen Zusammenarbeit und auch in Europa da Änderungen vorgenommen werden? Oder ist das jetzt ein doch deutsches Unikat, was da? Also dafür ist es, glaube ich, noch viel zu frisch. Das ist ja jetzt erst ein paar Monate alt und das deutsche also das Gesetz, das diese Vorgaben umsetzen wird, ist auch noch gar nicht bekannt. Ich kann mir vorstellen oder hoffe natürlich, dass sobald die Regelungen da sind, dass die Auswirkungen haben werden auch auf Urteile oder Gesetze in anderen Ländern. Und das ist, glaube ich, auch nicht naiv, sondern das Bundesverfassungsgericht hat seinerseits, als es dieses Urteil formuliert hat, abgestellt auf eine gerichtsähnliches Überwachungskontrollgremium in UK, im Vereinigten Königreich, und hat sich das angeguckt, hatte auch einen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung, und man kann schon davon ausgehen, Deutschland ist jetzt auch innerhalb Europas kein kleines Land, dass das schon ausstrahlen wird, wenn zum Beispiel so ein gerichtsähnliches Kontrollgremium jetzt auch hier eingeführt wird, dass das dann auch in anderen Ländern etabliert werden wird. Auf welchem Weg, ob das vielleicht auch irgendwann erzwungen wird durch ein EGMR-Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte oder des EuGH, muss man sehen. Aber ja, ich darf noch optimistisch bleiben, dass das passiert. Okay, also ohne Zweifel, also ganz herzlichen Dank an dich persönlich und auch an die GFF, die, glaube ich, da eines der erfreulichsten Urteile in den letzten 10 Jahren, glaube ich, erzeugt hat. Also herzlichen Dank. GFF ist auch eine befreundete gemeinnützige Organisation und freut sich natürlich, wie die DGGES auch über Spenden und insbesondere noch Fördermitglieder. Und wir haben dann als gemeinnütziger e.V. auch die Möglichkeit des Steuerverfahrens
befreien zu machen, das sei mir bei der 10-Jahres-Sache nochmal doch erlaubt. Aber wie gesagt, wir sind ja im 10-Jahres-Bereich und sind da auch in dem Bereich, wo wir ein bisschen Realität und Utopien ansprechen wollen. Und ich habe mit großem Interesse gesehen, dass du auch neben den Klagen auch literarisch unterwegs bist. Dein Erstlingswerk mit dem schönen Titel Der Würfel, wo mich natürlich als Nerd ganz besonders freut. Die Grundidee, dass da jemand versucht, mit wirklich zufälligen Entscheidungen sein Profil zu machen, hat ja auch einen Preis gekriegt als bestes Debütwerk. Auch wenn es jetzt uncharmant ist, ich werde in den nächsten Monaten keine dystopischen Romane lesen, aber alles, was ich bisher schon gesagt habe, fand ich sehr spannend. Und daher auch nochmal die Frage, können wir irgendwann mal damit rechnen, dass wir in unserem rechtlichen Ablauten in der Situation sind, dass du wieder verstärkt optimistische, utopische Romane auch schreiben könntest? Das ist eine gute Frage. Also wir arbeiten natürlich darauf hin. Also Katharina Nurkun hat ja gerade auch schon gesagt, ein Motiv, glaube ich, für unsere Arbeit ist, dass wir nicht wollen, dass jetzt ein Instrumentenkasten aufgebaut wird, der irgendwann mal von Menschen, die es noch böser meinen als Leute wie Horst Seehofer, missbraucht wird. Also insofern ist quasi die Natur meiner Arbeit bei der GFF ist natürlich eine, die vom Schlimmsten ausgeht und die ein bisschen vorbeugen will. Und was ich in dem Roman gemacht habe, ist, ich hatte da quasi ein Element unserer heutigen Gesellschaft, nämlich, dass vieles gerade so darauf hinausläuft, dass man versucht, Menschen immer stärker oder ihr Verhalten immer stärker vorauszusehen und vorauszuberechnen. Das ist so quasi die Grundidee des Romans, dass jeder Mensch belohnt wird für vorhersehbares Verhalten. Und da gibt es so einen Predictability Score und der steigt, je stärker man die Erwartungen des Würfels erfüllt, ohne dass der Würfel einem konkret sagt, was man tun muss. Aber es entsteht natürlich ein Anreiz dafür, dass man immer das Gleiche tut und nicht ausbricht und irgendwelche verrückten Dinge tut. Und da fällt die Hauptfigur Tasso eben völlig aus dem Rahmen, indem sie sich möglichst chaotisch verhält. Und das ist so quasi, glaube ich, aus der Perspektive mancher Menschen gar nicht so dystopisch, sondern eher utopisch, weil nämlich der Würfel durch die vielen Effizienzgewinne und vor allen Dingen, weil er ein Datenmonopol innehat, Grundeinkommen auszahlen kann an die Menschen und viele Leute sich nur noch mit den Dingen beschäftigen, auf die sie Lust haben und Jobs nachgehen, die ihnen liegen und so weiter und so fort. Also insofern ist der Roman quasi so ein bisschen utopisch aus der einen Perspektive. Auf der anderen Seite ist er natürlich katastrophal dystopisch, wenn man freiheitsliebend ist und auch die Option haben möchte, ohne Sanktionen sein Leben auf den Kopf zu stellen oder generell einfach ein freier Mensch zu sein, der nicht durchschaut ist und determiniert auf irgendeine Art. Also ich habe da quasi so einen Roman geschrieben, der auf der Schnittstelle von diesen beiden Szenarien ist. Deswegen würde ich gar nicht sagen, oder ist es schwierig zu sagen, wann könnte ich meinen utopischen Roman schreiben, wobei utopische Romane wahrscheinlich auch langweilig sind. Ich weiß nicht. Eigentlich ist das jetzt, wenn man jahrzehntelang sieht, wenn man mal 10 Jahre zurückgeht, da war auch die Sache, wo, sagen wir mal, die Piraten mit sehr vielen neuen Ideen gekommen sind, sehr viele neue Strukturen. Und ich fand es ja irgendwie mit am charmantesten, dass sie zum Beispiel viele Ideen hatten, wie man Wahlen anders macht, also mit sehr feingranularen Abstimmungen. Meine Reaktion als jemand, der lange Zeit politische Arbeit und Vereinsarbeit gemacht hat, war immer, oh Leute, das klappt sicher nicht. Aber ich fand es halt irgendwie erfrischend, dass Leute dann wirklich Sachen versucht haben, von denen ich, das sei mir erlaubt, irgendwie schon damals besser wusste oder besser einschätzen können, dass die problematisch sind. Aber wirklich diese Streben, neue Ideen zu machen, das fehlt mir in der Diskussion im Moment. Das fehlt mir sehr schmerzlich. Und das Zweite, was ich halt sagen will, dass irgendwie so diese Einsicht, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann und 10% Abweichung in einer Meinung nicht dazu führen sollte, dass man gar nicht mehr zusammenarbeitet, das ist, glaube ich, von meiner Sicht hier eine Sache, die dafür sorgt, dass die Dystopie näher ist als die Utopie. Ja, zu deinem ersten Punkt, also ich bin ein großer Fan eines Vorschlags von Jack Balkin, das ist ein US-Professor und anderen, die entwickelt haben, die
ein Treuhandmodell in den Datenverkehr einbauen möchte. Also die möchte, dass man Großkonzerne oder überhaupt jeder, der mit Daten arbeitet, Daten von Personen nur in deren Interesse verwenden darf. Und so eine eigentlich im Prinzip total einfache Idee könnte den kompletten Markt völlig auf den Kopf stellen, einmal durcheinander wirbeln. Also der Grundgedanke, so die Analogie ist, wenn man zum Arzt geht oder zum Anwalt oder zu irgendjemandem, dem man vertraut, dem man Daten anvertraut, darf man natürlich selbstverständlich davon ausgehen, dass die Daten auch nur zu meiner Heilung oder zu meiner Beratung eingesetzt werden und nicht verkauft werden, nicht dazu verwendet werden, ein Profil von mir zu bilden, um mir irgendeine weitere Dienstleistung anzudrehen und dergleichen. Und diese Grundidee sollte eigentlich auf jeden übertragen werden, der mit meinen Daten in Kontakt kommt. Und dann dürfte eben auf Facebook, dürfte Facebook eben seine Daten nicht mehr weitergeben an Dritte, dürfte wahrscheinlich auch keine personalisierte Werbung mehr schalten, weil man erstmal begründen müsste, dass das wirklich im objektiven Interesse der Empfänger ist. Und so eine simple Idee würde auch eine DSGVO wahrscheinlich weitgehend überflüssig machen, könnte schon zu, aus meiner Sicht, utopischen Verhältnissen führen. Also solche Diskussionen gibt es, glaube ich, schon, aber wir sind zumindest in Europa viel zu stark damit beschäftigt, so inkrementelle Fortschritte zu erringen und nicht irgendwas. Also man sollte, glaube ich, öfter mal Dinge so komplett neu denken und hinterfragen, warum das eigentlich so ist und ob das wirklich so sein muss. Ja, das ist durchaus ein Punkt, der in der Hacker-Szene sehr verbreitet ist. Und wenn man den 10-Jahres-Zyklus betrachtet, kann man ja neben den Piraten auch Bitcoin zum Beispiel wahrnehmen, wo, sagen wir mal, Ideen irgendwie sehr schnell gegangen sind und dann von der Realität auch in ein paar Richtungen auch wieder eingefahren waren. Ich habe beim CCC-Camp mit sehr viel aktiven Bitcoin Leuten gesprochen und die haben sich beschwert, dass irgendwie ihre tolle libertäre Idee auf einmal von Kapitalisten übernommen wurde, und ich habe nur gelächelt und habe gesagt, naja, andere Leute würden sagen, marktwirtschaftliche Systeme passen sich auf alles an. Und vielleicht, um dann nochmal deine Idee zum Abschluss nochmal aufzugreifen, naja, vielleicht ist Utopie auch so langweilig, wie man sich vorstellt. Also, langer Weg, Datenschutz, Klage, Vereinsarbeit, Sache. Vielleicht ist das auch ein Schritt in Richtung Utopien. Und wer es philosophisch untermauert haben will, kann durchaus schauen, dass irgendwie Philosophen von offener Gesellschaft sprechen. Und das ist bei allen Kritikpunkten ja auch ein Teil unserer bundesrepublikanischen Demokratieverständnis, dass wir halt vielleicht nicht das Paradies auf Erden versprechen, sondern nur langweilig, gemütlich in die Richtung arbeiten, das über Klagen, das über politische Arbeit, das über Lobbyarbeit, das über wirklich gemeinnützige Vereine mit Steuererklärungen und Kontrolle. Vielleicht sind das Ritte in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, ob das uns komplett hilft, aber das ist eine Sache, die wir seit 10 Jahren betreiben. Wir freuen uns, dass wir mit der GEF große und wachsende Mitstreiter haben, die sich insbesondere auf den Bereich konzentrieren, die für Hacker auch nicht so naheliegend ist, nämlich der juristische Klageweg. Also deswegen nochmal herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank, dass ich über dein Buch reden müsste. Und wenn wir mal ruhigere Zeiten haben, werde ich auch mal schauen, ob ich den utopischen Anteil auch in diesem Sache nochmal stärker machen können. Nochmal rein als Informatiker und jemand, der sich auch mit Quantensachen beschäftigt, ist die Idee, dass man alles dem Zufall abhängig machen wird. Das natürlich in einer unheimlich Art charmanten Sache. Dein Held in dem Roman heißt Tasso. Insofern ist mir eine besondere Freude, den Abend abzuschließen mit den Sachen, dass wir hart arbeiten, vorübergehen, aber auch Freude haben sollten. Und da ist nicht Tasso verantwortlich, sondern Abend, sondern Tasmo. Und es ist eine ganze große Freude, dass trotz der problematischen Lage hier wir
auch die Musik jetzt hier für alle strömen. Vielen Dank jetzt für alle. Vielen Dank auch nochmal an Paula für die fantastische Moderation. Und viel Spaß jetzt hier Abend. Wir werden jetzt im kleinen Rahmen mit nötigem Abstand aber doch mal ein Sektchen auf die 10 Jahre trinken. Vielen Dank allen Zuschauerinnen und Zuschauern und noch einen schönen Abend. Und der nächste netzpolitische Abend findet wie gewohnt am ersten Dienstag im Wohner statt. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Ja? Ja, genau, dann vielen Dank an euch beide für das Gespräch zur Verteidigung der Grundrechte im digitalen Raum. Wie schon gesagt, widmen wir uns jetzt dem Ende. Genau, es gibt Sekt an der Bar. Wir freuen uns, dass alle da waren und freuen uns auch, dass alle zugeschaut haben. Tasmo macht Musik für den Stream und wir stoßen jetzt eine Runde an. Schönen Abend euch noch. Die Digitalisierung durchdringt unsere Gesellschaft und die Nutzung informationstechnischer Systeme und des Internets schreiten unaufhörlich voran.